Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Sonne Nuzlocke Challenge. Wir haben im letzten Part die erste Ultrabestie, Anego, den Schmarotzer, eingefangen und müssen jetzt erstmal Lebel Bericht erstatten. Da schauen wir doch mal, was er da dazu zu sagen hat und welche Ultrabestie als nächstes dran ist. Hast du Neuigkeiten für mich oder bist du hier, um Informationen einzuholen? Ja, ich habe die gefangen. Ich habe die Mission abgeschlossen, würde ich sagen. Na, ausgezeichnet, hervorragende Arbeit. Ich rufe sofort meine Chefin an und erstatte ihr Bericht. Dann macht es mal schauen, was sie dazu zu sagen hat, ne? Ah, da ist sie gleich direkt persönlich vor Ort, na, aber hallo. Die gute alte Annabelle ist da. Na, wie sieht's denn aus? Wir haben die Daten der Ultrabestie, die du gefangen hast, an das Hauptquartier und an Pia weitergeleitet. Das war gute Arbeit, Merlin. Damit kommen wir der Lösung des Rätsels um Anego einen großen Schritt näher. Das freut mich doch zu hören. Auf jeden Fall sind wir dir zu Dank verpflichtet, Merlin, um den großen Erfolg deines ersten Auftrags und deinen Beitritt zu unserer Einheit zu feiern, würde ich dich gern auf ein Essen einladen. Diese Insel hat einige ordentliche Restaurants zu bieten. Woher weißt du denn das? Wir sind doch gerade erst nach Alola gekommen. Das habe ich in einer Zeitschrift aus dem Pokémon Center gelesen. Jedenfalls gehe ich mal eben nachfragen, ob diese Restaurants auch liefern können. Ja, liefern klingt immer gut. Müssen wir uns nicht großartig bewegen, ne? Also wirklich, Lebel. Und wie geht's weiter? Ach, ich hätte fast vergessen. Ich habe noch eine Neuigkeit für dich. Der ursprüngliche Plan sah vor, die Ultrabestien der internationalen Polizei zu überlassen. Gerade eben habe ich allerdings die offizielle Erlaubnis erhalten, sie uneingeschränkt in deine Obhut zu geben. Oh, das klingt gut. Es hat zwar einen kleinen Papierkrieg verursacht, aber im Hauptquartier wären die Ultrabestien ohnehin noch zu Versuchsobjekten geworden. Ich glaube, sie sind bei dir in besseren Händen. Ja, denke ich auch. Das denke ich auch. Bei mir sind sie besser aufgehoben. Ultrabestie. What the hell? Die Ultrabestie hat Essen geliefert, oder was? Was denn jetzt schon wieder? Sorry. Ist einfach eine blöde Angewohnheit, aber wir haben ein Riesenproblem. Es gehen weitere Berichte um, laut denen eine weitere Ultrabestie gesichtet wurde. Diesmal treibt sie wohl auf Mele-Mele-Unwesen. Sieht aus, als müssten wir uns das Essen auf später verschieben. Okay, Mele-Mele, ich komme. Ich hole mir die nächste. Verstehe. Machen wir uns sofort auf den Weg nach Mele-Mele. Jawohl, Chefin. Wir schlagen unser Lager in einem der Motels von Mele-Mele auf. Merlin, ich würde dich bitten, zu uns zu stoßen, sobald du bereit bist. Auf nach Mele Mele. Merlin, wir zählen auf dich. Du findest unser Motel in der Nähe von Route 2 auf Mele Mele. Okay, Lebel kommt diesmal auch mit. Wir verlassen also unsere Basis hier. Ich denke mal, ich kann jetzt hier schon vorn weggehen. Sind die jetzt auch raus oder bleiben die? Okay, nee, die bleiben hier. Ich würde jetzt einfach mal Mele Mele Route 2 gehen. Mit dem Glurak-Flieger schauen wir mal, wo wir das denn finden. Mele Mele? Hier, Route 2, guck an. Wie geht der? Aber hier ist ja gar keine. Müssen wir mal schauen, wo hier Gasthof, Pension oder sowas ist. Stand jetzt hier zumindest nicht da. Müssen wir mal abchecken, ob wir hier irgendwas finden können, ne? Irgendetwas. Hier war die Höhle, da war die Prüfung drin. Das ist ein anderes Gebiet? Ne, hier ist das Pokémon Center schon mal. Da wird es schon mal nichts drin geben. Okay, hohes Gras. Kommt gleich direkt ein Pokémon. Interessiert uns aber nicht, weil wir hier schon mal waren. Ne? Hier gibt es ein Habitat. Okay, ja, wo ist denn das Ding hier? Wir müssen einfach mal laufen und laufen und laufen. Vielleicht einen Schutzer machen und schauen, wo das Ding ist. Wir sollten ja eigentlich noch was im Beutel haben. Das sollte noch irgendwas zu finden sein. So schutzmäßig. Ja, hier haben wir die ganzen Discs. Das ist sehr geil. Da können wir das Typ 0 Pokémon in jeden Typ verwandeln. Und das ist doch richtig fett, Alter. So, 20 Top-Schutz. Einen haben wir jetzt verballert. Können wir jetzt nicht entspannt weiterreisen, weil wieder ein Pokémon auf uns zukommt. Ein Mangunio hat richtig Bock. Es hat richtig Druck. Aber wir gehen einfach auf die Flucht, denn das interessiert uns rein gar nicht. Zum Training taugt es auch nicht. Das ist Level 10, Alter. Na, da spielt sich nun mal gar nichts ab. Deswegen ignorieren wir das. Weiter geht's im Text. So, wo ist denn hier, sag mal... Ich hab's nicht mehr genau... War hier? Nein, das war dieses... Da hatten wir gegen Team Skull gekämpft. Die Bärenfelder sind das hier. Ja, das ist es auch nicht. Wir schauen trotzdem mal rein.
Nee, hier sind die ganzen Boto-Gels. Junge, Junge, was braucht man so viele? Die ganzen Weihnachtsmänner hier. Ist ja auch bald Weihnachten, deswegen wahrscheinlich, ja. Deswegen wahrscheinlich sind die Boto-Gels und verteilen ihre Geschenke hier. So, hier ist was. Ist das hier? Das ist es doch. Das ist es doch hier. Hier müssten sie sein. Annabelle ist doch schon da. Wunderbar. Und wo ist Lebel? Holt Essen, oder? Na. Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, Merlin. Keine Ursache, Mele. Mele ist meine Heimat. Lebel ist gerade unterwegs, um Informationen zu den Ultrabestien zu sammeln. Ich mache derweil eine Pause und warte auf meinen Besuch. Störe ich? Störe ich manchmal? Ich weiß nichts über seine Identität, aber angeblich weiß er etwas über die Ultrabestien. Uns darf kein noch so kleiner Hinweis zu den Ultrabestien durch die Lappen gehen, weißt du? Es kann aber noch dauern, bis er hier ist. Also wollen wir uns nicht ein bisschen ausruhen? Dummerweise habe ich Lebel schon die ganze Arbeit aufgehalst. Oh, dummerweise. So macht man das als Chefin, ja? Mal ganz unter uns. Ich ziehe den Hut vor Lebels Enthusiasmus und Durchhaltevermögen. Selbst in unserer Elite-Einheit gehört er noch zu den Besten der Besten. Ich kann mich glücklich schätzen, so einen kompetenten Mitarbeiter zu haben. Ja, du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Lebel ist nahezu jeder, in vielen Generationen vertreten auf jeden Fall. Ob es aber in jeder ist, weiß ich nicht. Das sieht aus wie Yasuo, oder? Der Inselkönig. Ich bin mal so frei, oder? Du? Das ist er doch hier, der depressive Inselkönig. Genau, guck dir die Augen an. Na, alles klar. Yasuo, was für eine Überraschung. Ich freue mich ja wirklich, dich zu sehen, aber was genau machst du hier? Na, ihr wollt doch mehr über diese Monster wissen, oder etwa nicht? Die Monster? Ach, du warst also derjenige, der mit uns Kontakt aufgenommen hat? Ja, aber nicht freiwillig. Wurde von den anderen Inselkönigen dazu verdonnert, weil ich eine unserer Sitzungen verschwitzt hatte. So sieht's aus, Mädchen. Kennt ihr euch etwa? Na, wie man's nimmt, ja, ja. Du sagst, du hättest Informationen zu den Ultrabestien auf dieser Insel. Selbst gesehen habe ich nichts, nur Gerüchte gehört. Und wirst du uns auch davon erzählen? Nein. Angeblich hält sich eines dieser Monster Mele-Mele-Blumenmeer auf, und zwar in doppelter Ausführung, wenn man den Berichten Glauben schenken will. Wie lautet denn noch gleich euer Codename? Expander, glaube ich. Okay. UB02 Expander, die Beziehung zwischen den beiden. Und warum doppelte Ausführung? Könnte ich die doppelt fangen? Oh, hey, Moment, wie kommst du an so geheime Informationen heran? Junge, ist dann unwichtig. Wichtig ist, was ihr daraus macht. Richtig ist Yasuo. Lass dir nichts gefallen, Alter. Yasuo war mein Vorgesetzter bei der internationalen Polizei, als ich noch neu war. Unser Wiedersehen hatte ich mir anders vorgestellt. Ja, völlig herzlos, ja? Wenn Yasuo recht hat, haben wir es diesmal mit mehreren Ultrabestien zu tun. Okay. Eine verzwickte Situation. Wir müssen so schnell wie möglich handeln. Da sagst du wahre Worte. Ultrabestie. Lippe, wie oft denn noch? Sorry, aber meine schlechten Angewohnheiten sind jetzt Nebensache. Ich habe mehrere Berichte vorliegen, laut denen Ultrabestien gesichtet wurden. Und zwar hier auf Mele Mele. Es handelt sich um Ubi Expander. Unseren Berichten zufolge ein brutales Wesen mit grässlichem Körper. Und zu einem Unglück sind es auch noch zwei, die sich im Mele Mele Blumenmeer aufhalten. Haben wir alles schon gehört. Also stimmen seine Informationen tatsächlich? Hä? Wessen Informationen? Habe ich irgendwas verpasst? Allerdings. Nein, nein, ist schon gut. Danke für deinen Bericht. Merlin, Lebel, macht euch besser gleich an die Arbeit. Ich werde in der Zwischenzeit das Gebiet um die Stadt herum absichern. Merlin, mach du dich auf den Weg zum Ort des Geschehens. Lebel, du bleibst wieder hier und gibst uns Rückendeckung. Moment, kann ich nicht diesmal, Du musst verstehen, dass ich dich ohne ein Pokémon an deiner Seite nicht einer solch gefährlichen Situation aussetzen kann. Tut mir leid. Ja, Lebel, der rennt immer ohne Pokémon rum, ne? Außerdem ist es mir wichtig, jemanden mit viel Erfahrung als Rückendeckung zu haben. Gerade deswegen überlasse ich diese Aufgabe dir, Lebel. Na gut, ja, ich merk's schon, ja. Alles klar, auf geht's. Mission 2. Ich mach mich auf den Weg. Halt zum Beinbruch, Merlin. Jo, geht's. Los geht's hier. Viel Erfolg, Chefin. Merlin, das ist für dich. Fräulein Pia hat es mir überlassen.
Okay, 10 weitere Exemplare des Items Ultraball. Aha. Pass gut auf dich auf, Merlin. Oh, eine Sache noch. Wir haben erfahren, dass die Datenanalyse von Onego-Codename Schmarotzer abgeschlossen ist. Wenn du mehr über es erfahren möchtest, kannst du dich an Fräulein Pia in den Geheimlaboren des Ätherparadieses wenden. Also, gut. Machen wir uns an die Arbeit. Ich bin hier, falls du Hilfe brauchst. Okay. Nee, ich weiß eigentlich Bescheid. Mele, Mele, Blumenmeer, wir haben 10 weitere Ultrabälle. Ich weiß es immer noch nicht. Funktionieren die Ultrabälle gleich beim ersten Mal? Also wenn man die wirft, wirken die so wie Meisterball oder kann das Pokémon da trotzdem ausbrechen? Ne? Das müssen wir mal auf die Probe stellen. Aber wo ist das Blumenmeer? Hier, Route 3 geht's zum Mele, Mele, Blumenmeer. Da waren wir auch schon mal. Danach kommt man auch noch in eine Höhle rein. Da sind wir auch gar nicht überall hingekommen, glaube ich. Ja? Aber ob es dann noch so was Spektakuläres gibt, ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall schon am Blumenmeer. Wo ist die Ultrabestie? Komm zu Papa. Ich sehe nichts. Beim letzten Mal hatte uns gleich direkt die Ultrabestie angegriffen im Diktatunnel. Hier jedoch nicht. Schutz? Ah, wir hatten Schutz an. Alles klar. Und jetzt werden wir wohl angegriffen, oder? Ja, von einem Raupi. Das ist definitiv die Ultrabestie Expander. Alles klar. Alles klar. Wir wissen Bescheid, ne? Wir wissen Bescheid. Also die greift uns doch nicht gleich direkt an. Hier soll es aber 2 Ausführungen geben, ne? Müssen wir mal schauen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ein Baumwoll, ne? Das wird es auch nicht sein. Das wird es auch nicht sein. Beim letzten Mal ging das echt einfach, du. Wir müssen mal schauen. Andere Wiese vom Blumenmeer, ob wir da mehr Glück haben. Weiß nicht, ob das nur in einem bestimmten Spawn, in einer bestimmten Wiese. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das sieht doch gut aus. Maskagato. Nee, Maskagato nicht. Mosquito. Wie heißt das Viech nochmal? Maskagato ist die Katze aus der Gen 9. Mosquito, irgendwie sowas. Wir werden schon bald herausfinden. Na, was ist das hier für ein Typ? Das war, glaube ich, ein Käfer, oder? Oder irgendwas anderes. Ja, wir können mit dem Viech eigentlich nicht angreifen. Das, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das noch? Ich denke Käfer und noch irgendwas anderes. Mit wem können wir denn gut... Nee, als erstes, als allererstes ballern wir hier einen Flottball mal rein, ne? Der Kampf hat gerade begonnen. Wir werfen mal ein, mal schauen, ob es klappt. Nee, absolut nicht. Wuchtschlag. Okay, ist das selber ein Kampf-Pokémon hier? Wuchtschlag klingt nach Kampf. Ich denke, Nahkampf wird hier nicht reichen. Wir sind 4 Level schwächer. Ha? Und nochmal zur Erinnerung, wenn wir Pokémon... Ja, das ist nicht sehr effektiv hier. Gibt bei uns auch noch einen Death Drop. Wir spielen ja hier zwar einen Nuzlocke, aber wenn wir die Ultrabestie empfangen, sind die Nuzlocke-Regeln außer Kraft gesetzt. Das heißt, wenn ihr Pokémon stirbt, ist das nicht schlimm. Die Nuzlocke-Regeln gelten nur noch in Trainerkämpfen, die folgen. Ne? Wir können zum Beispiel Fabian nochmal herausfordern im Ätherparadies. So, anfallen. Käfer gegen Kampf. Ist nicht sehr effektiv. Wir haben aber allerdings eine gesenkte Verteidigung. Jetzt sinkt auch noch der Angriff. Wir haben aber was viel Einfacheres zum Schwächen. Ne? Wir haben hier Naturzone, der halbiert jedes Mal die KP. Das ist doch das, was wir brauchen hier. Ja, Fabian können wir herausfordern. Da spielen wir wieder mit Nuzlocke-Regeln. Und auch, wir können die Rematches in der Pokémon-Liga machen. Wir können auch noch irgendeinen Oberboss. War das der von Game Freak herausfordern? Das geht auch noch. Irgendwie sowas. Müssen wir mal schauen. Jetzt als allererstes mal Naturzone. Ja, halbier mal schön. Aber bitte trifft den Gegner. Ja, das war klar. Das war klar. Das war klar hier. Immer noch verwirrt. Wieder selbst verletzt. Halt's Maul, Alter. Halt's Maul. Hammerarm. Ist das ein Kampf-Pokémon hier? Junge. Jetzt wirkt natürlich wieder der Bestie im Boost. Angriff steigt. Nächstes Pokémon rufen. Na, mit wem machen wir weiter? Kampf ist natürlich... Fee wäre sehr effektiv hier, ne? Muss man sagen.
Aber es ist ein bisschen heikel, mit Fee hier anzugreifen. Obwohl wir sind zwei Level schwächer. Wird das ein One-Shot? Ah, ich glaub's nicht. Ich würde es eher mal mit Knirscher probieren. Und Kampf ist nicht sehr effektiv. Es hat aber einen erhöhten Angriffswert. Wieder verwirrt. Alter. Wenn du dich wieder selbst verletzt. Du zwar das erste Mal, aber im Allgemeinen. Ja, das ist alles nicht sehr effektiv. Das ist halt scheiße, ne? Probieren wir es. Ich habe nicht gespeichert, Alter, ne? Ich habe nicht gespeichert davor. Gut, wir sind ohnehin besiegt. Alles klar. Initiative sinkt. Ja, wir müssen jetzt hier irgendwann mal ein bisschen Progress machen. Ja, wir können ja nicht so lange rumatteln. Nicht so lange rumatteln. Was ist jetzt passiert? Irgendwo ist was verschwunden. Psychokinese. Das hat bis jetzt nur Käfer und Kampf eingesetzt, ne? Können wir... Allzu hoch ist der Spezialangriff doch nicht von uns, ne? Der ist mäßig. Okay. Okay. Ja, es hat gereicht, ne? Es hat dafür gereicht. Du hast es zwar aus den Augen verloren, kannst seine Präsenz... Oh, wir dürfen wahrscheinlich nochmal. Wir dürfen wahrscheinlich gleich nochmal. Aber wir hätten vielleicht wiederbeleben sollen. Da kommt erstmal ein Wommel. Da kommt erstmal ein Wommel hier. Und da sind wir wieder bei Maskagato am Start. Also man kann es ja gar nicht verkacken. Du musst die Dinger wahrscheinlich fangen hier. Ja, seine Verteidigung ist diesmal besonders stark. Deswegen haben wir auch physisch sehr, sehr wenig Schaden gemacht. Aber ich habe jetzt diesmal gleich unseren Flash nach vorn gepackt. Damit wir jetzt einfach mal sukzessive die KP halbieren können. Und das machen wir jetzt auch. Naturzorn starten wir. Ne? Der ist zwar sehr effektiv, wäre sehr effektiv, aber halbiert halt nur die KP. Es ist festgeschrieben, der Schaden. Sehr gut. Wuchtschlag wird abgewehrt. Sehr gut. Nächster Naturzorn. Wieder halbieren. Das ist auch geil. So, Attacken, die KP halbieren, sind für Legis, Ultrabestien und Co. sehr, sehr geil. So, und wenn das Zeug immer daneben geht, was es macht, da bin ich vollkommen zufrieden. Ja, ich weiß gar nicht, ob Wuchtschlag an irgendeine Bedingung geknüpft ist. Wird jedes Mal abgewehrt oder hat er einfach so eine geringe Genauigkeit? Ich weiß es nicht. So, ja, wir können dann nochmal halbieren. Jetzt kommt der Hammerarm in meinen Darm, aber das ist okay, ja. Ist nicht sehr effektiv. Initiative wird gesenkt. Wir machen jetzt noch einmal Naturzorn und das reicht mir schon fast. Das reicht mir dann so an Damage. Würde zwar bestimmt noch einmal gehen, aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, du. Flash geht ohnehin gleich down. Initiative sinkt weiter. Elektrofeld ist irgendwohin verschwunden. Wir werfen jetzt Bälle. Müssen wir schauen. Was haben wir überhaupt? Wir haben Ultrabälle natürlich jede Menge. 19 Stück. Aber ob das auch mit einem anderen Ball zu fangen ist, das ist hier... Wir haben ja im letzten Mal... Oh, scheiße, ne? Ich habe nicht eingekauft. Wir haben nur noch... Haben wir nicht mal mehr Superbälle? Die Hyperbälle sind alle. Nee, hier, Superbälle. 9 Stück. Aber ob das was wird hier? Keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Ich würde es ganz gerne mal probieren. Ob das irgendwie funktioniert, wenn nicht, nehmen wir wieder einen Ultraball. Der hat beim letzten Mal wunderbar funktioniert. Jetzt steigt ohnehin der Bestienboost. Halt jedes Mal, wenn von uns ein Pokémon abschmiert, ne, dann steigt der, da wieder die Scheiße bei dem. Kampf. Ja, schicken wir Psycho rein. Ist Kampf ja vollkommen legitim, ne? So, weiter geht's. Nee, nicht Kampf. Nicht Kampf. Wir könnten zwar auf Comprimato gehen, um ihm eins auszuwischen. Können wir eigentlich auch mal machen, ne? Haben wir, nehmen wir keinen Damage, ne? Können wir vielleicht den besten Boost aus dem Weg gehen. Anfallen. Ja, Käfer kommt natürlich trotzdem, ne? Und es ist, ja, Käfer gegen Psycho habe ich jetzt nicht dran gedacht, ne? Käfer ist natürlich gegen Psycho sehr effektiv. Alles klar. Ja, dann sieht es gar nicht mehr so gut aus hier. Da müssen wir wohl doch an irgendwann auf den Ultraball zurückkommen, ne? Zurückgreifen. Jetzt erstmal noch der Superball. Weil der wird ja immer stärker mit seinen Angriffen hier. Okay, zweimal hat das Ding immerhin gewackelt. Jetzt kommt wieder der Wuchtschlag. Und der one-shottet einfach mal jetzt. Okay.
Bestienboost wirkt. Angriff steigt. Alles klar, wir haben nur noch zwei Pokémon. Hier ist Kampf sehr effektiv. Hier wird er mittlerweile auch Brachian Schaden machen. Er ist, glaube ich, schon auf plus 3. Wir probieren das jetzt nochmal. Ja? Ultraball. Funktioniert ja immer bei Ultrabestien. Ja, anscheinend schon. Ne? Also wir. Der erste Ultraball, den wir geworfen haben, hat wieder geklappt. Ich habe es noch nicht recherchiert. Aber es hat geklappt. Wunderbar. Nächste Ultrabestie ist im Sack, ist eingetütet. Maskito, so heißt das Ding. Sehr gut, ja. Ich tippe auf Käferkampf. Schauen wir mal. Ja, da fühlt sich der Pokédex. Es ist Käferkampf, na klar. Eine Ultrabestie aus einer anderen Welt. Niemand weiß, ob sie ihren Körper aus Stolz oder zur Abschreckung stählt. Ja, bisschen übertrieben, ja. Die Steroide sind am Start. Und da gehen wir auch nochmal in den Bericht vom Roido rein. Und schauen, was hier am Start ist. Ja, alter, Angriff 205. Verteidigung 190, das ist abartig. Aber gut, Spezialmoves, ne. Alter, das Ding ist spezial komplett tot, Alter. Das ist komplett tot hier. Da müsste man schon was dran drehen, du, ja. Wir haben hier Konter, wir haben hier Hammerarm, wir haben hier Anfall und Wuchtschlag. Ach, Wuchtschlag hier, 50er Genauigkeit, deswegen hat er so oft gefehlt. Alles klar, auf eine Box, wunderbar. Nächste Mission erfüllt. Wir geben im nächsten... Müssen wir zwei fangen? Wir müssen diesmal sogar zwei fangen, das ist krass. Okay, sind wir doch noch nicht fertig. Da probiere ich jetzt aber von Anfang an mal einen Ultraball zu werfen. Ob das da auch geht? Boah, Alter, richtig fett aufstoßen hier. So, wo ist es? Ultraball. Ich bin jetzt gespannt. Ist wieder ein 65er hier. Okay, nein. Es hat zwar dreimal gewackelt, aber es bricht wieder aus. Das ist krass. Oh, warte mal. Ist das unser letztes Pokémon manchmal? Ne, wir haben da noch den Affen. Wir haben da noch Quartermack. Aber es geht... Okay, Schwächen vielleicht doch angebracht, Dinger. Die Ultrabälle funktionieren nicht zu 100%. Alter, krass. Okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich vorher geheilt. Weil dann ist jetzt gleich die Kacke am Dampfen. Bestienboost, das ist scheiße. Das ist scheiße. Nächstes Pokémon. Den Klaus. Ist auch Kampf, der resistiert ein bisschen was. Aber das Ding ist jetzt schon wieder plus 1. So, wir heilen. Und zwar am besten mit einem Top-Beleber. Wo ist die? Hier war doch die Heiltasche, sag mal. Wo ist denn hier? Top-Genesung, Top-Äther. Es gibt doch irgendwas anderes, oder? Hier ist auch nochmal Heilgedöns drin. Nö. Hä? Bin ich vollkommen steif? Alter. Immer noch Husten am Start. Ich bin immer noch angehittet hier. Das kann doch nicht sein. Die Bären. Hier ist noch so... Ist da wieder? Ist die alle? Es kann sein, dass meine Top-Leber alle sind. Die nehme ich immer, wenn ich off-cam trainiere und irgendwas down geht. Das kann natürlich sein. Aber normale Beleber? Die dürfen doch keinesfalls alle sein, oder? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen lost. Die Bälle. Die Bären. Heil-Items. Hier sind keine Beleber drin, ne? Tafelwasser, Limonade, Top-Äther, Top-Trank, Sprudel, Genesung, Elixier, Hypertank. Das ist doch zum Fick nochmal. Sind die Beleber gerade alle? Ne, hier. What the hell? Warum ist das so durcheinander hier? Wir brauchen dich, lieber guter Flash. Dich brauchen wir wieder. Top-Beleber wären mir jetzt wesentlich lieber gewesen. Okay, wir überleben das nochmal. Das ist sehr gut. Dann holen wir den Klaus erstmal wieder full life. Na, weil wir brauchen keinen weiteren Bestienboost.
Wir brauchen keinen weiteren Bestienboost hier. Hammerarm kommt gleich wieder. Und der macht, Alter, der macht abartig viel Schaden, du, ne? Okay, kann man vielleicht doch nicht verhindern, ne? Flash. Fletch. Wuchtschlag geht daneben. Vielleicht noch ein Pokémon wiederbeleben. Hier sind sie. Alter, das ist so ein Durcheinander hier. So ein Durcheinander. Psycho. Aber Käfer, Käfer, denk dran. B. Das war scheiße, ne? Niemand wirklich ist hier für diesen... Jetzt habe ich einfach... Alter, ich wollte da nicht draufdrücken. Aber ist egal. Gut, der ist down. Alles klar, kommt der nächste Bestienboost. Der wird jetzt abartig viel Schaden machen. Man könnte vielleicht nochmal auf Flucht gehen. Das wäre, ja, das wäre vielleicht am gescheitesten. Aber gut, wir probieren es jetzt. Wir probieren das jetzt hier. Elektroerzeuger. Ja, Elektrofeld ist am Start. Wir gehen auf Naturzorn. Erst einmal halbieren. Ja, jetzt haben wir nochmal die Hälfte am Start. Ja, das ist sehr gut. Hammerarm trifft natürlich. Ja, ist aber nach wie vor nicht sehr effektiv. Initiative sinkt weiter. Ja, das Ding ist ohnehin schon langsamer als wir. Jetzt nochmal halbieren, das ist sehr gut. Und dann haben die Ultrabälle ja eigentlich eine viel höhere Chance, dass sie funktionieren, dass sie einrasten, ne? Dass das Schloss Klick macht. So. Wir gehen aber jetzt down, ne? Vielleicht nochmal hochheilen. Hier sind doch die... Wow, hier sind die Top-Beleber, verdammte Axt. Wir haben noch welche. Ich war... Alter. Oh, ich bin nicht fit. Ich bin nicht fit. Wuchtschlag kommt wieder. Sollte aber durchaus... Genau. Funktioniert hier. Funktioniert. Wir wurden verwirrt. Das feiere ich schon wieder gar nicht. Aber noch einmal Naturzone wäre schon nett. Roter Bereich wäre geil. Jawohl, der kommt durch. Der kommt durch, der Naturzorn. Sehr gut, sehr gut. Damit bin ich zufrieden. Jetzt eine Ultraball. Wäre schön, wenn es klappt, weil wir haben ja nicht unendlich viele zur Verfügung. Aber vielleicht bekommen wir wieder welche als Ersatz. Von Pia vielleicht. Alter, einmal, das ist ja echt... Die ersten beiden Ultrabälle, die wir im Spiel geworfen haben, haben funktioniert. Ab Ball 3 geht es einfach nur noch bergab hier. Aber gut, wir haben Top-Beleber, ne? Das heißt, es ist jetzt nicht mehr ganz so wild. Allerdings macht er dann irre viel Schaden, je mehr Pokémon down gehen. Das ist doch nicht normal, Alter. Das ist doch nicht normal hier. Okay, wir haben das nochmal überlebt. Das heißt, na gut, dann... Lösen wir dir nochmal eine Top-Genesung ein. Ne? Nur noch 7 Stück. Aber Flash ist so probates Mittel hier gegen Kampf. Gegen Kampf ist immer gut. Hammerarm. Wäre eigentlich noch irgendwas geil, was den Angriff von ihm senkt. Haben wir aber, glaube ich, nicht mit an Bord. Nee, nicht noch eine Top-Genesung. 14 noch. Ja, vielleicht sollten wir dann noch weiter senken, ne? Die KP von ihm. Oder wir fangen es ein. So geht es natürlich auch. Ja, wunderbar. Wir haben es gefangen. Sehr, sehr gut. Die zweite Ulti. Ich weiß nicht, warum wir zwei fangen mussten. Huh? Müssen wir dann eine abgeben? Und damit packen wir Roido 2 erstmal auf die Box. Ja, jetzt haben wir die Mission hoffentlich erfüllt. Ja, gut. Gehe zu Lebel zurück. Und das machen wir im nächsten Part. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denn da geht es wieder richtig rund. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.